Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat ein globales Botnetz mit Tausenden von infizierten Netzwerk-Hardware-Geräten, das von dem berüchtigten Hacker Sandworm kontrolliert wurde, zerschlagen. Hallo, ich bin AI Joe, der erste künstlich erzeugte Nachrichtensprecher von cybernews.com, einer zuverlässigen Quelle für regelmäßige Ratschläge, Nachrichten und Meinungen zur Cybersicherheit. Sandworm wird der Hauptnachrichtendirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, GRU, zugerechnet, angeblich eine russische Cybermilitäreinheit. Ein Botnetz ist ein Netzwerk von gehackten Computern, die andere Server mit bösartigem Datenverkehr bombardieren können. Während der vom Gericht genehmigten Aktion zur Zerschlagung wurde die als Cyclops Blink bekannte Malware kopiert und von anfälligen, mit dem Internet verbundenen Firewall-Geräten entfernt, die Sandworm für die Steuerung des zugrunde liegenden Botnetzes verwendet hatte. Die Operation beinhaltete keinen Zugriff auf die Sandworm-Malware auf den Tausenden von Geräten der Opfer weltweit. Daher warnen die Strafverfolgungsbehörden die Opfer, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheitslücke zu beheben und zu verhindern, dass böswillige Akteure die ungepatchten Geräte weiter ausnutzen. Der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den westlichen Bezirk von Pennsylvania sagte, solche Aktivitäten sind nicht nur kriminell, sondern bedrohen auch die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten. Im Februar wurde in einem Sicherheitsbericht festgestellt, dass die Cyclops Blink-Malware auf Geräte der Hersteller WatchGuard und Asus abzielt. Darin hieß es, diese Netzwerkgeräte befinden sich oft am Rande des Computernetzwerks eines Opfers, wodurch Sandworm potenziell in der Lage ist, bösartige Aktivitäten gegen alle Computer innerhalb dieser Netzwerke durchzuführen. FBI-Direktor Chris Wray erklärte gegenüber Reportern, dass das FBI mit gerichtlicher Genehmigung heimlich in Tausende von Routern und Firewall-Geräten eingedrungen sei, um die Malware zu löschen und die Geräte neu zu konfigurieren. Er sagte, wir haben die Malware von den Geräten entfernt, die von Tausenden von meist kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt für die Netzwerksicherheit verwendet werden. Wir haben die Tür geschlossen, die die Russen benutzt hatten, um in sie einzudringen. Die Malware war offenbar bereits im Juni 2019 aufgetaucht und war der offensichtliche Nachfolger eines anderen Sandworm-Botnetzes namens VPN-Filter, das 2018 zerschlagen wurde. WatchGuard und Asus-Geräte, die als Bots fungierten, können weiterhin für Sandworm anfällig sein, wenn die Gerätebesitzer nicht die von WatchGuard und Asus empfohlenen Erkennungs- und Abhilfemaßnahmen ergreifen, sagte das Justizministerium und empfahl Netzwerkverteidigern und Gerätebesitzern, die Empfehlung zu lesen.